von dem Moment geht jetzt der Rotex-Helikopter tun im Ristis die alte Brunnengondel holen, die wir umgebaut haben. Und jetzt wird sie da hinten geflogen. Ich bin nervös, hoffentlich geht alles gut. Aber es sind alles Profis am Werk. Es ist sauber abgesetzt worden! So, jetzt wird die Gondel ganz fest befestigt. Dass sie dann auch jeden Sturm aushalten. Aber dort in dieser Ecke. Hey, ihr Lieben, die Brunnengondel ist endlich wieder daheim. Vor 2008 war das genau die Gondel und da in Engelberg unterwegs. Das Coolste ist, ihr könnt eine Übernachtung hier in Engelberg in der Tiny House Gondel gewinnen. Ihr müsst dafür einfach ein Kommentar hinterlassen, jemanden markieren mit wem oder einfach schreiben mit wem ihr das gewinnen wollt. Und schon hüpfen darin los. 5 Millionen Leute sind damit gefahren und so viele Leute haben schöne Erinnerungen oder Kindheitserinnerungen. Nach 2008 ist sie irgendwo abgestellt worden zwischen kaputte Autos und wir haben sie dann auf Tutti entdeckt und gekauft und über ein Jahr lang in diese Tiny House Gondel mit ganz vielen Extras umgebaut. Ja, wir sind dann ins Gespräch gekommen mit der Brunnibahn, sie haben uns angeschrieben und das Projekt hier, die Planungsphase ist schon länger als ein Jahr her und die Brunnibahn hat alles gemacht, dass wir da jetzt so einen coolen Standort haben auf einer Felsnadel. So spektakulär, wie ich es mir nur erträumt habe. Ich bin so begeistert und ich habe so Freude, dass wir jetzt das auf die Beine gekriegt haben mit so viel Einsatz von allen Beteiligten. Genau, jetzt steht sie da. Vorne geht der Felsen ab, von hinten kann man schön anlaufen. Man hat eine wunderbare Feuerstelle vorne dran, wo man grillieren kann oder ein schönes Abendfeuer geniessen und einen schönen Sitzplatz mit schönen Holzbänken. Ja, was wie sonst das Angebot so funktioniert, das verrate ich euch auch noch kurz. Man fährt unten in Engelberg bei der Bruni auf dem Parkplatz geht an, wenn man es gebucht hat, kommt man ein Ticket über. Dann nimmt man die neue Bruni-Gondel, fährt in die Mittelstation ins Ristis und dort macht man das Check-in. Dann nimmt man die Sesselbahn und fährt zu der Bruni-Hütte und kommt dort die Schlüssel über und läuft dann 10 Minuten, nicht viel durchauf, nicht viel durchab, zum Gondel über. Da ist man dann wirklich am Abend allein und kann ja, etwas Einmaliges geniessen, würde ich jetzt sagen. Wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen das Angebot an, was euch erwartet, falls ihr die Gondel buchen wollt, wie es mir jetzt morgen aussieht und natürlich noch mal einen kleinen Einblick in die Gondel. Und wenn ihr Interesse habt, Tiny House Gondel auf dem Brunni zu buchen, dann könnt ihr auf Million Stars Hotel Webseite gehen von Schweiz Tourismus. Hey Google, spiele Musik. Verstanden. Musik auf YouTube Music. Bitte sehr. Ja, neu hat es auch für die Cookie-Insel. Zwei Klappstühle, wo man kann anhöckeln. Genau, egal wie satter ist. Ja, das ist der Inhalt von der Minibar und natürlich können wir auch Kaffee rauslassen. So, der Morgen ist unterwegs. Mal schauen, was alles Schönes gibt, was wir können nachkritzeln. So. Jetzt starten wir ins Morgen. Ohne Sorgen! Das sieht doch wunderbar aus. Schöne Platten, Gipfeli und ein perfekter Ausblick aufs Alpenpanorama. I am made to be free.
Ja, das Coole hier ist, es hat eine Grillstelle, eine schöne Sitzbank und nochmal ein schönes Sitzplatz. Jetzt machen wir das Feuer. Ja, ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja, viel Glück im Lostopf. Alle Informationen genauer, wie das Gewinnspiel abläuft, findet ihr unten in der Infobox. Und sonst freuen wir uns riesig über Feedback oder ein Kommentar. Ja, wir lesen sicher alles durch und versuchen auf alles Antwort zu geben. Genau. Und ja, abonnieren dürft ihr natürlich auch. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Before I saw who I could be.